Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Glamour-Steinbaus. Und heute habe ich für euch ein Lego-Set aus der Blütezeit der Lego-Technik-Reihe. Wir haben hier die 42007 Motocross von Lego. Und nur so zur Info, das Set habe ich gebraucht gekauft und ohne einen originalen Karton, weil dieses Set hier kommt aus einem großen Lego-Konvolut, was im Endeffekt bloß viele Steine in der Kiste waren mit ein paar Anleitungen. Aber trotzdem brauchen wir ja hier kein Set im Sammlerzustand, um zu bewerten, ob sich dieses Set noch lohnt. Also auch wenn es alles in einer großen Kiste war, wurde das Ganze pfleglich behandelt. Und die zwei Anleitungen und die Steinchen, die wir hier haben, reichen vollkommen, um die Frage zu klären, ob sich dieses Set für den heutigen Preis, der ungefähr 20 bis 30 Euro beträgt, noch lohnt oder eben nicht. Und ja, ich habe gerade zwei Anleitungen gesagt, denn es handelt sich um ein 2-in-1 Set und es wird noch besser. Denn das A und das B-Modell haben beide gedruckte Anleitungen. Damals hielt es Lego tatsächlich noch nicht für eine gute Idee, Kindern ein Handy, Tablet oder PC in die Hand zu drücken, um ein B-Modell zu bauen. Ach ja, daran erinnert man sich gerne und ich freue mich schon richtig auf das Set. Ich hoffe, euch geht's genauso. Ich habe mich beim Bau für das A-Modell entschieden, weil ich das persönlich einfach ein Stückchen cooler fand, aber auch das Speedray-Motorrad wird einigen Freude bereitet haben. Aber schauen wir uns zunächst doch nochmal kurz die Anleitungen an. Die Anleitung von der Motocross ist natürlich typischerweise eine hochwertige Lego-Anleitung, brauchen wir nicht groß drüber reden. Und es hat insgesamt 74 Seiten und 38 Bauschritte. Und dann haben wir noch ein paar extra Seiten. Hier werden einmal die Funktionen schon mal kurz auf einem Bild gezeigt. Dann gibt es natürlich noch die Werbeseite für die anderen Lego-Technik-Modelle. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Wie gesagt, war eine ganz andere Zeit. Und hinten auf der Anleitung finden wir, wie immer, die Lego-Survey-Umfrage. Ähnlich gestaltet sich das bei der Anleitung vom Speedway-Motorrad. Und die hat insgesamt 57 Seiten mit Bauschritten und 35 Bauschritte. Und in dieser Anleitung finden wir auch nochmal die Teileliste. Ihr könnt euch das Video hier wie immer gerne anhalten, wenn euch das Ganze interessiert. Und jetzt, wo wir so viel über die graue Theorie gesprochen haben, schauen wir uns doch endlich die bunten Steinchen an und wie es eigentlich geht. Und hier haben wir, wie gesagt, die Motocross. Interessant für euch könnte sein, dass die Motocross-Reifen in dem Set das erste Mal vorgekommen sind. Die Felgen gab es tatsächlich schon in einem früheren Set, aber das Ganze mit Slick-Reifen. Und hier haben wir das eben mit so richtig schönen Noppenreifen, die eben gut zu so einem Speedway-Motorrad oder zu so einer Motocross passen. Und noch ein kleiner lustiger Side-Fact, die Farbe dieses Sets ist ja äußerlich erstmal orange. Aber insgesamt gibt es nur 9 orange Teile im ganzen Set. Und das liegt nicht an der großen Farbseuche, die gibt es hier nämlich noch nicht, bis auf die blauen Pins. Sondern wir haben eben nur 9 große Verkleidungsteile, die die Farbe des Sets ausmachen. Und wenn ihr mich fragt, obwohl das Ganze ja ein Technikset ist, sieht es einfach super, super gut aus. Egal wie man es ins Regal stellen würde, finde ich, macht es meiner Meinung nach eine echt gute Figur. Es hat keine wirklich hässliche Seite und ich finde auch, dass die Proportionen von der Motocross hier sehr, sehr gut getroffen sind. Nur einen kleinen Kritikpunkt hatte ein Kollege von mir, welcher sich um einiges besser mit Motocross auskennt als ich. Und zwar liegen laut ihm die Ketten bei den realen Vorbildern eher auf der linken Seite als auf der rechten Seite. Es wird jetzt niemanden so stark schocken, als dass er sich das Set nicht kaufen würde, aber erwähnen wollte ich es gerne trotzdem. Aber davon abgesehen finde ich, wie gesagt, die Form besonders gut gelungen, genauso wie die Größenverhältnisse. Aber das ist ja nicht der einzige Trumpf von einem Technikset, und zwar haben wir hier natürlich auch noch ein paar coole Funktionen. Logisch ist natürlich, das Set ist hinten abgefedert. Und die funktioniert auch hervorragend, also dieser Einfedervorgang macht sehr viel Spaß. Und ebenfalls ist das Set natürlich vorne abgefedert und es ist tatsächlich auch vorne um einiges härter abgefedert als hinten. Und ich habe das mal meinem Kollege einschätzen lassen und er meinte, dass sich das auch recht realistisch anfühlt. Zumindest so realistisch, wie man die Federungsverhältnisse von einer Motocross eben in so einem Set darstellen kann. Dann haben wir natürlich eine Lenkung. Der Wendekreis könnte ein bisschen kleiner sein, aber so einen riesigen, immensen Lenkwinkel bekommen wir hier leider nicht hin. Zum Abstellen haben wir natürlich einen Ständer. Und natürlich eine der wichtigsten Funktionen noch mit ist, dass wir den Motor über die Kette hier bewegen können. Und ich finde, der Motor sieht wirklich sehr schön aus, auch wenn es dieses Standardteil ist. Aber es ist halt wirklich sehr gut in die Cross eingebaut. Und das Ganze funktioniert über die Kette angetrieben wirklich hervorragend. Also es gibt hin und wieder mal einen kleinen Übersprung von den Teilen hier von der Kette. Das hört man dann und merkt man auch.
dass man hier kurz einen Widerstand drin hat. Das ist aber wirklich, wirklich selten. Ansonsten läuft das Ganze hervorragend. Reden kann man natürlich noch über die massive Stickerseuche, die wir hier bei dem Set haben, weil alles hier eben mit Stickern gelöst ist. Nehme ich Ihnen jetzt aber bei diesem Technikset nicht allzu übel. Abgesehen davon war es einfach auch eine Zeit, wo die alternativen Hersteller noch nicht so da waren und noch nicht aufzeigen konnten, was alles mit Prints geht. Trotzdem wäre es natürlich cooler, wenn das Ganze hier Prints wären und keine Sticker. Aber die Sticker in diesem Fall halten wirklich, wirklich gut. Das Set habe ich öfters schon mal abgeduscht und es ist auch schon länger in meinem Besitz. Und die Sticker haben noch nie einen Schaden davon getragen. Also in dem Sinne, hier wirklich eine besonders gute Stickerqualität. Also ich für meinen Teil finde das Set auf jeden Fall super cool und es erinnert mich sehr an meine Kindheit. Und ich hatte nochmal sehr viel Spaß damit. Wenn ihr es mal für um die 20 bis 25 Euro bekommt, macht ihr hier einen sehr guten Deal. Klar hat das Set auch kleine Fehler, aber es hat eben auch sehr, sehr viele gute Seiten. Und ich finde, so ein Technikset eignet sich hervorragend als Gebrauchtset. Dann macht ihr einen sehr, sehr guten Deal und ihr werdet genauso viel Spaß haben wie ich. Wenn ihr natürlich dieses Set hier selber besitzt, dann schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich wie immer sehr interessieren. Vielleicht habt ihr auch was ganz anderes erlebt als ich. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt das tolle Wetter. Haut rein, euer Veggie Prick.